Herzlich willkommen zu Part 22 von Final Fantasy 14. Und wir flitzen nach Neugridania. Ah ja, da muss ich hin. Ich will teleportieren, sprinten. Jetzt gucke ich mir mal den einen Quest an, weil den finde ich so auffällig. Mit M-Blumen stechen. Auch im Tiefenwald. Habe ich jetzt aber nichts gesehen. Halt, nee, wir waren ja nicht im Tiefenwald. Gut, dann latschen wir weiter. Nehmen wir erstmal den Quest hier ab. Ja. Da müssen wir hin. Ach so, wir müssen ja zum Juni. Hallo Mion. Hm? Eine Nachricht von Emeria aus Mühlenheim? Ich verstehe, es geht also um Albert, den Nahen. Ich sorge dafür, dass die geklauten Sachen an die Besitzer zurückgegeben werden. Albert lebte früher hier in der Stadt. Ich erinnere mich noch gut an den Jungen und seine Familie. Sie lebten in eher ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages klaute er von einem einflussreichen Händler in der Ebenholzpassage eine Handvoll Kamillensamen. Ich glaube, seine Schwester liebt Kamillen über alles. Der Junge wollte sicher nur seiner Schwester eine Freude bereiten. Aber seine strengen Eltern sahen die Familienerde in den Schmutz gezogen und verstießen Albert. So wurde er zu einem obdachlosen Streuner und lebte von dem, was er sich ergaunern konnte. Eine tragische Geschichte, wenn du mich fragst. Der Junge verlor seine Familie und die Schwester wuchs ohne ihren Bruder auf. Emeria war damals noch zu klein, um die Ereignisse bewusst mitzubekommen und die Eltern taten alles, um die Existenz ihres Bruders vor ihr geheim zu halten. Es wäre in Gridania natürlich schwierig gewesen, denn das Gerede über den Vorfall in Gridania war groß, deshalb zogen die Eltern mit ihrer Tochter nach Mühlenheim, um einen Neuanfang zu wagen. Sicher sind auch Emeria die Gerüchte zu Ohren gekommen, doch ein braves Mädchen wie sie stellt niemals ihre Eltern in Frage und ihre Erinnerungen an ihren Bruder waren verblasst. Der verstoßene Sohn hingegen hat Emeria wohl niemals vergessen. Ich vermute, dass er sich trotz der drohenden Bestrafung in der Nähe der Stadt aufhält, um seine Schwester nahe zu sein. Hm, mir kommt ja gerade eine Idee. Als Dank, dass Emeria das Diebesgut zurückgegeben hat, werde ich ihr ein paar Kamillensamen schenken. Alberts Verbrechen können nicht so einfach vergeben werden. Doch vielleicht wird er einen neuen Weg eingeschlagen haben, wenn diese Blumen zu blühen beginnen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Neues Outfit endlich. Schauen wir vielleicht nicht mehr ganz so komisch aus. Wow, eine krasse Kutte. Ah, das ist hier Mütze und Dingsy. Schau aus wie einer von Assassin's Creed. Achso. Ihr wisst schon, was ich meine. So mit der Kutte und so. Hallo. Ah, die junge Eladi. Konntest du die Schwachstellen deiner Gegner finden? Wenn du es mit
einem Gegner zu tun hast, der aus der Entfernung angreift, kannst du dich nicht einfach vor ihn hinstellen und mit Pfeilen beschießen. Es wäre ein hirnloses Kräftemessen. Dein Wissen ist es, das dich dem Gegner überlegen macht. Ein durchdachter, kraftvoller Schuss oder die gezielte Behinderung des Gegners, all das bewirkt mehr als ein ganzer Regen drauflos geschossener Pfeile. Nun, zu dieser Erkenntnis bist du mit Sicherheit schon gelangt. Ich hoffe, bevor das letzte deiner Ziele zu Boden gegangen ist. Hä? Das war jetzt komisch. Lei, Silver, kommt doch mal her. Was meint ihr? Hat das Mädchen genug Talent zur Waldläuferin? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sie schießt gut und ist begeistert bei der Sache. Hey, ich bin Lei Aliapo. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin seit 2 Jahren in der Gilde, als Lehrling, wie du. Du scheinst ein Gespür für den Bogen zu haben, aber nur ein guter Rat. Pass auf, dass du vor lauter Konzentration nicht völlig die Umgebung vergisst. Es könnte gefährlich werden. Mich zum Beispiel hast du vorhin gar nicht bemerkt, oder? Als du voller Eifer auf Mikrochu-Jagd warst, ich war ganz dicht hinter dir. Völlig die Umgebung vergessen, dass gerade du das sagst, meine Liebe. Und du, Mädchen, du schießt wie ein Fungus mit Fäustlingen. Sieh dir nur mal deine Haltung an, völlig verdreht. Beim Schießen spreizst du den Ellbogen ab, als ob er mit Steingeistung angerieben wäre. Und dann zitterst du deine schwachen Pfeilchen ans Ziel. Mit einem Wort erbärmlich. Hussein, nimm diese Dilettantin den Bogen ab. Es ist besser für uns alle. Ich habe dir schon immer gesagt, lass keinen von diesen Fremden in die Gilde. Was willst du deine Zeit verschwenden? Sie verstehen den Geist des Bogenschießens nicht. Pfui, was für Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Tja, dieser arrogante Klotz ist sehr. Leider unser Kollege. Er war früher bei Novikas Schar und glaubt, er sei der Größte. Ich hoffe, du nimmst dein dummes Gerede nicht ernst. Der ist nämlich zu jedem so ständig. Der Weg des Bogens, das Zielatmen, all dieses hochtrabende Zeug, davon reden die Erlschatten ständig. Die sind alle... Na, Lei, ich weiß, die Erlschatten sind ein stolzes Volk. Das wirkt auf viele überheblich. Aber man kann alles auf mehrere Arten sehen. Der Vergleich ist zwar etwas plakativ, aber denk nur, welchen Unterschied es macht, wenn du beim Schießen mit dem falschen Auge zielst. Die Welt, die du siehst, ist dieselbe und doch unterscheidet sich das Ergebnis gewaltig. Ich will sagen, es kommt immer auf die Perspektive an. Das Sehen ist unser wichtigster Sinn überall im Leben. Du verfügst über den richtigen Blick, Alari, und deswegen möchte ich, dass du dich weiter als Waldläuferin übst. Viel Erfolg! Dein Outfit ist richtig geil. Schon, gell? Das ist auch wieder Robin Hood. Wie gesagt, schaut ein bisschen aus wie Assassin's Creed. Oder wie Arrow. Naja, aber Arrow hat nicht so eine lange Dings. Ja, so eine Kuppe. Augenklappe. Aber das kann ich nicht nehmen. Das ist für den Kopf, oder? Das ist dann eine Kopfbedeckung. Für Krieger, ja. Achso, das ist alles für Krieger. Krieger. Hab ich gar nicht gesehen. Krieger? Nein. Ach stimmt, das war eine andere Klasse, gell? Oder? Nein, das war eine andere Klasse. Sicher? Ja. Hat man nicht Krieger oder Magier? Nee. Oh, könnte auch sein. Ich habe nämlich keine Ahnung. Weil ich nämlich extra immer das nehmen, was für alle gelassen ist. Ich auch. Ich habe keine Ahnung für das. Aber das könnte sein, ja. Probier's mal aus. Ich meine. Ja, aber die Augenklappe kann ich nicht nehmen hier, weil. Ist schon wieder hier, Entschuldigung. Weil ich, ich kann sie jetzt nicht zeigen. Auf jeden Fall kann ich keine Kopfbedeckung aufsetzen, weil ich die Kutte anhab. Okay, aber ist das andere für Krieger. Das ist aber eh schwächer, schau. Das aber nicht. Ja, das aber das kann ja daran liegen. Genau.
Dann nehme ich das jetzt einfach und probiere es aus. In der Magie, aber die Magie verwende ich ja eh nicht. Ach so, stimmt, Magieabwehr. Das da. Das ist blöd. Ich nehme jetzt einfach mal das und probiere es aus, weil es ist ja eh egal. So, dann probieren wir das mal aus. Vielleicht kann ich es ja trotzdem nehmen. Also du kannst auf jeden Fall nehmen, aber ich schau nichts an. Okay. Das ist doof. Die sind alle schlechter als meine. Meiner. Hätte ich vielleicht doch die Handschuhe nehmen sollen. Ja, ist jetzt egal. Hey, das habe ich gar nicht dran gemacht. Was ist das überhaupt? Nebenhand. Der hat drei Hände. Ja. Du hast offenbar beherzigt, was ich dir beigebracht habe. Kann es sein, dass du schon bereit für die nächste Lektion bist? Ich möchte dir nur noch etwas über den richtigen Standpunkt beibringen. Du erinnerst dich doch an Lei. Nicht ich, sondern sie wird dich diesmal unterrichten. Sprich mit ihr und tu, was sie dir aufträgt. Oh, toll. Ah, da bist du ja. Dann fangen wir gleich an. Aber zuerst mal eine kleine Wiederholung. Letztes Mal musstest du doch Zielscheiben in der Stadt finden und zerstören. Diesmal gehen wir dafür in den Wald. Es ist wohl nichts Neues für dich, dass der Wald kein allzu sicheres Pflaster ist. Achte gut auf deine Umgebung, wenn du dich ins Dickicht vorwachst. Du musst zwei Dinge im Auge behalten, dein Ziel und die wilden Tiere, die dich zum Ziel haben. Bleib auf Distanz, dann kannst du einen Kampf vermeiden, auch wenn du einmal entdeckt worden bist. Also dann viel Glück. Vergiss nicht, wie letztes Mal musst du die Zielscheiben mit einem gezielten, gewaltigen Schuss zerstören. Das wird bestimmt voll interessant. Ich würde gern mal das schöne Wohnen in Gridania machen. Ich weiß aber nicht, wo der Emblem ist. Was laberst du? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, was du erzählst. Da müsste man hin. Yeah, was macht der denn da die ganze Zeit, Mann? Ich möchte doch einfach nur diesen Quest abgeben. Da oder was? Ja. Okay. Ostwald, Neugridania. Neugridania, Nordwald. Zwieselgrund. Das ist ja gar nicht so weit weg. Auf nach Zwieselgrund. Kann ich da gar nicht hin, so? Hä? Warum geht denn das nicht? Muss ich da den Großen nehmen? Den großen Ätherüt. Ja. Ich hab das doch eigentlich ausgeblendet. Ja, oder? Ich würde sagen, du kennst dich aus. Das ist ja voll der Witz. Ich hab doch in gut in Zwieselsgrund Dingsbums da nicht mal, sondern so glaube ich geht's über den Teleport. Das war's.
Aus diesem Grund gibt es nämlich ein Gewitter hier. Siehst du, das gewittert? Stimmt, ja. Unheimlich. Gell? Das war gruselig. Ich will da hoch. Dann springen wir halt da drauf. Ja, hallo. Suchst du nach Arbeit? Dann kannst du zu der kleinen Hütte am Totenacker Tamtara gehen. Dort lebt der Grabwächter Balar, der sich um die Pflege und den Schutz der Gräber kümmert. Neulich hat er mich gefragt, ob ich nicht jemanden kenne, der ihm ein wenig zur Hand gehen könnte. Toll. Der nächste Quest. An dieser Stelle hören wir nur auf. Das seht ihr im nächsten Part. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.